Was soll ich nehmen? Ich bin mir nur unschlüssig. Entweder den Plug oder schön den Vibro-Ring hier. Leute, was geht ab? Hallo zu einem neuen Video! Okay. Das schmeckt, Freunde. Wir sind mal wieder unterwegs. Ihr wisst noch nicht wo. Das werden wir euch zeigen. So, wir waren jetzt gerade auf die Bahn. Heute geht's nach Stuttgart. Wir fliegen gleich. Natürlich fliegen wir, Leute. Travelers unter sich hier. Wird natürlich wieder ordentlich feucht, fröhlich. Wird richtig geil. Also, Leute, also wer das verpassen will, der merkt wohl, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Natürlich in Schlappen unterwegs. Ich fliege heute in Schlappen. Einer wird ganz entspannt. Ey, Leute, guckt euch das Wetter an, ey. Aber wir haben ein bisschen Schiss, weil Stuttgart werden es dieses Wochenende, glaube ich, irgendwie so 32, 33, 34, 35, 36, 37. Nein, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung an Temperatur. Ich als, ja. Hitzefanatiker. Kostet natürlich jetzt schon übertrieben ab. Hate it. Das wird schon. Wir haben auch Badesachen mit, also von daher. Angekommen. Richtig nice. Es ist sau warm draußen. War jetzt gerade noch einkaufen. Und ja, das ist unsere Bude hier. Schaut mal rein hier. Nice, nice. Kleine Küchenecke. Ist gut. Ist ja schön, das Badezimmer. Schon mal die Fenster aufgemacht. Weil es ist fucking hot. Und da unten geht's schon rund. Die warten nur auf uns. Oropax. Für die Nacht. Hm? Au. Ah, nice. Ins Wohnzimmer. Hey, voll geil. Hey, will ich irgendwo haben? Ja, voll. Hast du das Badezimmer schon gesehen? Nee. Guck dir mal bitte die Dusche an. Scheit. Nice. Ja, hier für Kegolinski-Angelegenheiten, Leute, ihr wisst es. Jo, richtig krass, Leute. Wir haben gerade den Kühlschrank hier eingeräumt und dann ist uns da noch eine Tür aufgefallen. Und dann waren wir so, hä? Okay. Machen wir auf den Aal hier. Schaut euch das mal an. What the fuck? Einfach ein Mini-Balkon. Ein Mini-Balkon. Hä? Rall ich gerade nicht. Voll nice. Wow! Also man muss echt sagen, hier wurde an alles gedacht. Diese ganze Bude ist komplett nice eingerichtet. Hier werden wir uns jetzt hinsetzen oder auf dem Balkon, keine Ahnung. Hier direkt Stuttgarter Innenstadt, Leute. Scheiße. Dieser Moment, wenn dir dein Airbnb besser. Ey! Knüll mal noch mehr in eine Ausnahme rein, ey! Gleich knallt's.
Leute, wenn ihr mal ernsthaft wissen wollt, was wir so im Kühlschrank haben, dann seht ihr das jetzt. Alles klar. So Leute, Tag 2. Ich chill hier gerade auf unserem mega coolen, super kleinen Balkon. Aber wir haben jetzt den ganzen Tag eigentlich nichts gemacht. Nur gechillt und ja, halt in unserer geilen Bude hier ein bisschen abgefüllt. Wir gehen raus, schauen ein bisschen in der Stadt rum und ja, würde man sagen, so springen von Biergarten zu Biergarten. Irgendwie so. Leute, schaut euch das mal an. Es ist nicht mega schön. Ich muss echt sagen, ich bin ein ganz kleiner Stuttgart-Fan geworden. Wir sind jetzt einen Tag hier. Es ist sau schön hier überall. Hier sind überall alte Häuser und wie man da im Hintergrund sieht, ist es auch irgendwie so total bergig. Keine Ahnung. Komme ich gar nicht drauf klar. Übelst nice, ey. Überall so kleine, verwinkelte Gassen und sowas, wo man sich hinsetzen kann. Das musste ja sein. Der hat gesehen, ich habe eine Kamera direkt an. Hier sind wir gestern so durchgetigert mit unseren Tasche und ich mit meinem riesen Rucksack, Sandy mit dem Koffer und sowas. Und ihr glaubt nicht, wie voll das hier war. Wir konnten ja keinen normalen Schritt laufen, ne? Das war so heftig. Das war einfach so, als wären wir hier so, keine Ahnung, so eine Promenadengasse in Malle, so alle am Saufen. Es war übelst nice auf jeden Fall. Leute, ich habe ja gerade erzählt, wie schön das hier ist und sowas. Und ich habe mich gerade wirklich ein bisschen wieder zurückversetzt gefühlt. Ich hatte ein kleines Flashback. Schaut mal. Das sieht einfach genauso aus wie in Bremen. Was wir hier so für Sachen finden, die ich mir nicht leisten kann. Schauen wir doch einfach mal, Leute. Ja, richtig krass. Also man kann bei Bräuninger erstmal überall Alkohol kaufen, in jeder Abteilung, auch in der Klamottenabteilung, nicht komisch. Überall ist Essen. Ja, überall ist Essen. Und man kann hier, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber man kann hierher kommen, ohne etwas. Du brauchst nur Geld, aber du kannst dir deinen ganzen Hausstand hier kaufen. Und wahrscheinlich auch dein Haus. Du kannst hier alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist vollkommen weird. Hä? Hier verläuft man sich auch einfach komplett. Wir gucken immer so, okay, ah, nee, da waren wir schon. Dann stehst du auf einmal wieder da und dann so, ah, okay, hier waren wir noch nicht. Vollkommen verwirrend. Absolut lost. Keine Ahnung. Wie sind wir hierher gekommen, ist die Frage. Ja, irgendwie so. So, nochmal eben gepennt eine Runde. Unser Nachbar scheppert auf jeden Fall irgendwie Hardrock, kein Plan. Ja, ein Tag da, sieht komplett beschissen aus, das Zimmer. Ganz klar. Jetzt haben wir eine Runde gepennt. Machen wir uns jetzt fertig und dann gibt's gleich auf jeden Fall schon mal einen schönen kalten Wein. Ein Vino Bianco. Bianco. Und dann werden wir irgendwie so eine Kneipenmeile mal abgrasen und da irgendwie ein bisschen von Biergarten zu Biergarten tigern. Irgendwie sowas. Das wird auf jeden Fall geil. Freue ich mich drauf. Und dieses Wetter schafft einen so krass. So im Arsch, Alter. Richtig müde, Digga. Weichei des Jahrhunderts, Digga. Ich war auch mal jünger. Haut rein. Viel Spaß noch.
Leute, wir sind jetzt los. Haben eben noch ein bisschen, habt ihr gesehen, wie Party gemacht hier? Party hard. Party hard. Und ja, schauen jetzt mal, wo wir hier irgendwie hingehen können. Aber es sieht absolut vielversprechend aus. Ja. Alle drauf, oh. Alter, wir sind die Engel. Ja. Ich bin müde. Ja? Fahren wir nach Hause? Na gut. Alles klar. Haut rein. Ich habe übrigens nichts gewonnen. Nee. Ist doch scheiße. Nur Freispiele. Book of A. Leute, es gibt jetzt keine Videos mehr. Das war's. Es war ein geiler Trip. Wir sind vollkommen im Arsch. Man sieht's. Also guckt mir bitte nicht ins Gesicht. Really? Don't do it. Wir fliegen jetzt nach Hause. Es sind jetzt schon 27 Grad. Und es ist 10 Uhr. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Creep Blick. Ciao. Das war's. Ciao.